Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 2. Oktober 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, wir starten in einen neuen Monat, in den Oktober, wie ein Freund von mir früher immer sagte, der dann Oktober und November zusammenfasste, also in den Oktober natürlich. Heute am 2. Oktober, morgen ist in Deutschland am 3. Oktober Feiertag, das heißt morgen gibt es kein Tageshoroskop, dafür dann aber wieder am Mittwoch. Ja, wir sind jetzt in diesen kommenden, heute und in den kommenden Tagen spielt hier der Merkur, der fürs Denken und die Kommunikation steht, spielt Merkur eine gewisse Hauptrolle. Es geht also um diese Bereiche Denken und Kommunikation und das ist zum einen so, heute steht Merkur am Montag in Opposition hier zu Neptun, heute Nachmittag um 17.34 Uhr exakt. Das ist so ein bisschen so eine Stellung, wo zwar das spirituelle Denken, das philosophische Denken, das Träumen sehr gut funktioniert, aber konkretes Alltagsdenken, Pläne machen, Entscheidungen treffen und so weiter ist mit Merkur und Neptun nicht so einfach. Das Denken, auch die Kommunikation ist etwas verschwommen. Wundern wir uns also nicht, wenn wir vielleicht heute nicht so ganz klare Gedanken fassen können oder uns da sehr bemühen müssen. Morgen morgen früh am Dienstag wechselt dann der Mond aus dem Erdzeichen Stier ins Luftzeichen Zwillinge, ein Merkurzeichen, dazu gleich noch mehr. Da ist also dann auch nochmal am Dienstag und am Mittwoch der Merkur über die Zwillinge aktiviert. Dann wechselt Lilith in die Jungfrau morgen. Lilith, ja der erdfernste Punkt der Mondbahn, ins Merkurzeichen Jungfrau. Und morgen am Dienstagabend steht Merkur dann im Trigon zu Pluto. Und am Donnerstag wechselt Merkur aus der Jungfrau in die Waage. Und macht dann am Donnerstag auch einen Aspekt dann aus der Waage zum Saturn. Also viel Merkurenergie, sehr unterschiedlich hier mit Neptun, mit Pluto und so weiter. Achten wir doch mal besonders auf unser Denken. Ich habe zu dem Thema auch ein Video auf dem anderen Kanal gestern aufgenommen. Vielleicht habt ihr Interesse da mal reinzuschauen. Es geht also ums Denken, es geht um die Kommunikation. Grundsätzlich sind wir natürlich hier in der Waagezeit, die Sonne im 9. Grad der Waage. Weiterhin ist Ausgleich, Harmonie, Kontakt, Beziehung ist weiterhin ein wichtiges Thema. Und Großteil unserer Beziehung wird ja auch durch die Art und Weise bestimmt, wie wir miteinander kommunizieren. Daher auch hier das besondere Augenmerk auf Merkur. Der Mond heute, nach dem Vollmond, ist der Mond abnehmend. Der Vollmond im Widder war ja am vergangenen Freitag. Da sind wir jetzt schon entfernt. Wir sind schon tief in der abnehmenden Phase des Mondes. Der Mond heute am Montag im Zeichen Stier. Grundsätzlich eine Phase, wo die Emotionen eher ein bisschen ruhiger sein könnten. Der Stier ein ruhiges Erdzeichen, wo es um die natürliche Rhythmik geht. Allerdings läuft der Mond hier im Stier auf Uranus zu, den er heute Nachmittag um 18 Uhr erreicht. Dadurch ist schon eine gewisse Unruhe wiederum gegeben. Wir können dem vielleicht ein bisschen gegensteuern durch Aufenthalt in der Natur, durch erdnahe Arbeiten, körperbetonte Übungen etc. etc. Ja, Lilith ja kein Planet, sondern wie die Mondknotenachse eine Ebene, könnte man sagen, ein erdachter, berechneter Punkt, der aus dem Löwen in die Jungfrau wechselt, der aber viel auch mit Emotionen zu tun hat, auch gerade verdrängte Emotionen, die in der Jungfrau bearbeitet werden können. Auch hier liegt dann so ein bisschen das Augenmerk auch auf dem Merkur, auf unser Denken, auf unsere Achtsamkeit, mit der wir uns bemühen können, Emotionen, die vielleicht
kollektiv und individuell eher unterhalb der Schwelle der Sichtbarkeit sind, die aber von dort trotzdem wirken, gerade wenn es so unterdrückende Geschichten sind, auch aus der Kindheit da mal drauf zu achten, die ins Bewusstsein zu holen, vor allem weil Lilith ja hier dann in der Jungfrau auch hier in die Opposition zum Saturn läuft und dadurch eben auch solche schwierigen Emotionen vielleicht eher mal sichtbar werden und dadurch auch handhabbar werden. Und wir sehen ja auch, Mars läuft hier auf den südlichen Mondknoten zu, also alte karmische Geschichten können sich in diesen Tagen, in der nächsten Zeit, im Oktober nochmal zeigen. Ich verweise da auch gerne auf mein Monatshoroskop Oktober, wo ich die Dinge ausführlich dargestellt habe. Ist aber auch jetzt nicht so dramatisch, wie es so ein bisschen klingt. Mit Mond im Stier können wir durchaus heute auch einen Tag haben, wo wir auch mal genießen können, wenn es uns gelingt, uns von negativen und schädlichen Einflüssen so ein bisschen abzugrenzen auch. Und auch mit Merkur und Neptun sollten wir uns, wie ich schon sagte, vielleicht nicht allzu viel vornehmen an Alltagsarbeit, sondern durchaus auch mal den Raum offen lassen für Träume, für Visionen, für diese Art von Dingen. Ja, morgen um 7.03 Uhr dann der Wechsel des Mondes in die Zwillinge. Die Energie wird ja mit Mond im Zwilling, abnehmender Mond im Zwilling, damit Mond und Sonne morgen und übermorgen bei den Luftzeichen, wird die Energie eben ein bisschen quirliger, bewegter. Na, man kann vielleicht nicht so gut stillsitzen, möchte was unternehmen, kann man ja auch, möchte kommunizieren, mit Leuten zusammen sein. Öffnen wir uns doch diesen Möglichkeiten in dem Bereich. Ja, ansonsten werde ich dann am Mittwoch gibt es dann wieder das nächste Tageshoroskop für diese Woche. Da greife ich dann diese Aspekte wieder auf. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Wochenanfang und einen schönen Montag und sage Tschüss und bis dann.